Viva libertà, non ci sta la palua, l'estate ca. Haben Sie Angst, dass etwas, was ähnlich wie Sie erlebt haben, nochmal passieren könnte? Wenn die Leute nicht wissen, was damals geschah, ja, und keine genügende Aufklärung gemacht wird, dann ist es durchaus möglich, dass so etwas sich wiederholt. Darum, das ist ja meine Arbeit, ich gehe in die Schulen, ja, um den Schülern und überhaupt den Jugendlichen erstmal zu erzählen, was damals geschah. Ja, denn die wissen das nicht. Es gab keine genügende Aufklärung. 1945 hat man überhaupt nicht darüber gesprochen. Man wollte nicht darüber sprechen. Ja, die Nazis haben sich alle verdrückt, die sind ins Ausland, haben große Hilfe bekommen von anderen, ja, und konnten fliehen ins Ausland, damit sie nicht für ihre Verbrechen belangt werden können. Ja? Es sind ganz viele Nazis sind wieder in ihre Posten zurückgegangen, ja? Rechtsanwälte, Lehrer, Richter, ja, alle möglichen Nazis sind auf ihren Posten geblieben, ja, und da kann man sich vorstellen, wie die eigentliche Aufklärung war, ja, nämlich überhaupt nicht, fast gar nicht, ja, und warum haben wir heute wieder so viele Nazis, ja? Warum haben wir AfD? Warum haben wir Pegida? Warum haben wir die NPD? Ja, weil die Regierung sich nicht darum kümmert. Ja, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Ja, und ich sage, eigentlich, die müssten sich nach unserem Grundgesetz richten. Denn in unserem Grundgesetz steht drin, dass alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP, ja, verboten sind. Ja? Wer verbietet diese ganzen rechtslastigen Parteien? Ja? Und was lassen die schon von sich hören wieder? Ja? Was für Slogans haben sie? Das ist eine Katastrophe. Und ich muss ehrlich sagen, ja, die ich alles erlebt habe, ja, ganz schreckliche Dinge erlebt habe, dass meine Eltern ermordet wurden, dass meine Schwester ermordet wurde von den Nazis, ja. Ich kann es einfach nicht fassen und ich habe Angst, dass sich das so entwickelt, weil ich weiß, was sich entwickeln kann, ja. Und darum müssen wir alle etwas tun dagegen. Wir müssen aufstehen dagegen. Wir müssen kämpfen gegen diese ganzen Parteien. Man muss einfach wissen, was die vorhaben. Ja? Und da gibt es genug Material, das man lesen kann. Ja? Und man weiß, und auch diese vielen, wir sind leider nur noch wenige, ja, die wir erzählen können über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja? Aber es gibt ganz viele Bücher und es gibt ganz viel Material. Ja? Und man kann sich das Wissen aneignen. Ja? Und das muss man machen. Ja? Und vor allen Dingen, man darf nicht reinfallen auf... Die sind nämlich ganz schlau, ja? Die Nazis. Die wissen, wann sie jemanden so krallen können. Ja, das sind Leute, die keine Arbeit haben, ja, arbeitslos sind, irgendwelche Missstände, die hier vorkommen. Ja, da sind die gleich dabei. Ja, und sie dürfen einfach nicht größer werden. Ja, wenn sie noch
noch mehr Stimmen bekommen, dann, man muss denen immer sagen, man muss den die Leute müssen wissen, dass diese ganzen Parteien, ja, diese rechtslastigen Parteien, die wollen unsere Demokratie, wollen sie zerstören, ja. Die sind gegen die Demokratie, ja. Und wir wollen die Demokratie. Also müssen wir etwas dagegen tun. Können Sie denn, nachdem Sie all das erlebt haben, noch an das Gute in den Menschen glauben? Es gibt immer gute Menschen. Und das Böse, es gibt Menschen, die sind eben böse, und es gibt Menschen, die gut sind, ja. Also von Natur aus, ja, die werden nicht geboren als böse Menschen, ja, sondern sie werden zu bösen Menschen gemacht, ja. Das ist es, nicht? Man kann nicht sagen, dass die Menschen böse sind, ja, oder schon immer böse gewesen sind, sondern die Menschen werden von anderen Menschen, die eben böse sind, werden sie so gemacht und so erzogen. Ja. Hey, viva la, viva libertà, non ci sta, la palua, l'estate qua, la verità. Senza rada ca, senza bomba, senza guerra, e caramata benice ora si, yine de itensiz, yüzüme baktınız fakat beni görmediniz, bilmediniz bayrağı.